Willkommen zum zweiten Teil, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin immer noch in derselben Position. Wir müssen immer noch dieses Lager hier stürmen. Es sind auch schon einige Leute down von uns, leider. Sehr viele Rauchgranaten gerade hier. Feuer aus unbekannter Richtung. Der Kollege hier ist leider tot. Hat schon einige erwischt. Aus welcher Richtung kommen denn da die Gegner jetzt? Okay, sieht gut aus. Reload. Kann ich von hier oben irgendwas sehen? Diese Armer-Treppen, es ist echt ein Drama. Gucken, kommt hier nicht hoch. Rückwärts kommen hoch. Das ist so ein Schwachsinn, ey. Dass sie bis heute nicht gefixt haben. Okay, wir sind hier oben in dem Raum angekommen. Hier habe ich aber keine gute Sicht, würde ich sagen. Nein, ich muss hier wieder raus. Warum hat der eine Waffe in der Hand gehabt, ey? Eigentlich wollte ich den nicht erschießen, aber der hat eine Waffe in der Hand gehabt. Kann ich schon Data irgendwas machen, ne? Nee, ne? Ah, der gehört zu mir. Ah, damn. Noob. Kann ich den wiederbeleben? Scheiße, nein, Mann. Ich habe meinen eigenen Kollegen getötet. Absturz. I'm sorry, Bro. Ah, der rennt ja aber auch sehr optimistisch durch die Gegend. Jede Tür aufmachen hier. Capture Research Facility, alles klar. Mit der KI ist nie zu Spaß, man weiß nie, wo die rumliegt. Camped, whatever, ey. Okay. Ich denke, wir sind clear. Ich atme wie ein Verrückter. Das ist immer das Stamina, ich weiß nicht. Finde ich auch cool, dass ich alle hinlege, wenn ich mich hinlege. Okay, nur ganz kurz checken hier, wo wir hin müssen. Research Facility und hier ist Download Data Packet. Okay, alles klar, dann holen wir uns das jetzt mal. Optimistisch, wie ich bin, renne ich da jetzt einfach mal hin. Hier steht warten. Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf oder warum.
Ach komm, wir gehen zu diesem Research-Ding. Da war ich gerade aber schon drin, fällt mir gerade auf. Aber da konnte ich wahrscheinlich die Daten noch nicht runterladen, weil ich die Mission mir das noch nicht erlaubt hat. Hier vorne steht auch einfach einer rum, sehr gut. Kommt ein Fahrzeug? Das klingt so, oder? Okay, wir kriegen auf die Fresse. Ich weiß nicht, ob ich die getroffen habe, auf jeden Fall ist gerade sehr still. Nein, ich habe sie nicht getroffen. Okay, ich muss weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Wisst ihr, was wir da machen? Kriege ich die Tür hier auf? Ah. Ah, schade, ich komme da nicht rein. Sonst hätte ich gesagt, ich jetzt mit den Schützenpanzer machen das Ding da kaputt. Ich komme jetzt mal den Intel-Download hier, das ist ja die Mission. Muss ich noch irgendwas drücken hier oder muss ich einmal da rumstehen? Oh Gott, jetzt fängt sowas wieder an. Wie lade ich den Intel runter? Mausrad, Mausrad, Mausrad. Normalerweise müsste das Mausrad sein, aber irgendwie... Habe ich die Leute getötet, die vielleicht das Intel haben? Da steht ein Computer. Mitten auf dem Gerät, der gehört normalerweise dann nicht hin. Ah, hier. Download Data, danke. So, connecting. Kilobyte. Wunderbar. Oh, Download Data abgebrochen, sorry. Das ist auch eine super Bandbreite, die wir haben. Aber es funktioniert immerhin. Oh Gott, 13, 14, 15. Naja, zum Glück ist das Gebiet gerade nicht umkämpft, deswegen können wir ganz entspannt erstmal die Daten runterladen. Was aber echt ewig dauert, ey. Was für eine Bandbreite. Also Tanu hat keine gute Anbindung, muss ich sagen, ans Internet. Sollten sich vielleicht mal einen neuen Provider holen. So, wir sind gleich bei bombastischen 50%. Die Hälfte haben wir gleich geschafft. Ich frage mich bis heute, was man auf dem Laptop da sieht. Ist es eine Turbine? Ist es irgendwie ein Raumschiff aus einem anderen Spiel? Und diese Heat-Signature-Dinger da auf der rechten Seite, ich schnall's nicht. Ich hab's... Da steht doch was oben drüber. Bei dem Rumgeschauke kann ich das nicht ganz erkennen. Uah, was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich rechte Maustaste gedrückt und bin auf dem Desktop. Nein! Ich hoffe, das hat der Aufnahme nicht geschadet. Ich drücke jetzt mal nicht Escape. Sonst breche ich wahrscheinlich den Download wieder ab. T8L Secu Load Exec R047. Ja, auch ein schönes Programm, muss ich sagen. So, gleich um 100%. Wunderbar. So, jetzt kann ich Escape drücken. Ja, da bin ich wieder. Wunderbar. So, das nächste Ziel, Download Data Paket, ist da unten rechts. Alles klar. Sind schon einige Kollegen draufgegangen hier vorne. Uncool. So, Laptop. Wo stehst du rum? Im Fahrzeug, irgendwo an der Wand. Hier vielleicht, auf der Wasserpumpe. Am Schreibtisch steht er nicht, da wo er eigentlich hingehören sollte. Hm, wir suchen einen Laptop. Das
Sag mal, wo haben sie den denn versteckt? Inventar. Boah, nachladen. Haben sie ihn irgendwie eingebuddelt hier oder was? Ah, nachladen, da war nur nachladen. Schade. Ja, das hasse ich an der Mission. Ich meine, ich weiß, ich muss einen Laptop suchen. Ja? Normalerweise ist es immer ein Laptop, aber... Haben sie den ins Auto gepackt oder so? Aber ich finde ihn, ich sehe ihn einfach nicht, den Laptop. Mal oben gucken. Ah, hier ist einer. Da, perfekt. Ja, das war schon hier. Ah, Download Data. Perfekt. Okay, zweite Datenpaket wird runtergeladen. Sieht ein bisschen schneller aus, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Denkt bitte dran, wir spielen immer noch die Apex Sneak Preview, steht auch unten rechts. Ist immer noch Work in Progress, ist noch nicht final. Sieht aber alles schon mal richtig, richtig gut aus. Also ich kann es nur empfehlen, wer Bock hat, sich das Ganze zu holen, checkt den Link in der Videobeschreibung aus. Da ist ein Link zu Kinguin. Und da gibt es auch gerade den Apex 300 günstiger als im Steam Workshop. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten Reifinger in Großbuchstaben ohne LP oder TV dahinter. Gibt nochmal 3%, falls ihr das Ganze kaufen möchte. Ansonsten geht es auch bei jemand anderem Spiel, was es da zu kaufen gibt. Und wenn ihr den Code von mir benutzt, unterstützt ihr mich bei Kinguin. Während ich den Download mache, kann ich gerade gar nichts tun, merke ich gerade. Und komischerweise bin ich auch schon wieder auf dem Desktop. Das ist ein bisschen strange. Liegt vielleicht daran, dass ich jetzt hier auch gerade auflehne, während ich das mache, aber gut. Dann soll es so sein. So ein Download ist halt auch anstrengend, ja. Sehen wir nur noch zwei Leute, ich und die anderen beiden, der Young und der Santorum. Okay. Download complete. Yay, wir haben es geschafft, Leute. Das war's. Zwei Downloads. 3 Millionen Männer verloren. Mission complete. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns bald wieder in einer Singleplayer-Mission, wie diese zum Beispiel. Macht mir richtig Spaß und ich hoffe euch auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.